Liebe Schwestern und Brüder, gibt es ein Ziel christlichen Lebens? Und wenn es ein Ziel christlichen Lebens gibt, was ist das Ziel christlichen Lebens? Es herrscht darüber viel Unklarheit. Aber das ist kein Phänomen unserer Tage allein, sondern es herrschte auch früher schon, etwa bei der Gemeinde des Hebräerbriefs, an die sich dieses Schreiben richtet, Unklarheit über viele Dinge, ähnlich wie bei uns. Deshalb ist dieser oft so fremde Brief, dieses Schreiben, so wichtig für uns. Auch wenn wir uns richtig hineinknien müssen, um das zu verstehen, vor allen Dingen dann, wenn wie heute die Lesung aus eigentlich zwei verschiedenen Abschnitten zusammengeschnitten ist. Gibt es ein Ziel christlichen Lebens? Wir hören heute Stichworte, ich habe das diese Woche noch in der Behörde vernommen, von einer Fluid Church, also einer sich verflüssigenden Kirche, und dass es ganz unterschiedliche Formen von Teilhabe gibt. Ich weiß nicht, ob der Verfasser des Hebräerbriefes damit besonders glücklich wäre oder ein Paulus oder andere. Was ist das Ziel? Frühere Generationen hätten wie aus der Pistole geschossen geantwortet, na, der Himmel. Ich will in den Himmel kommen. Und daran hat sich eigentlich nichts geändert, auch wenn wir das vielleicht anders ausdrücken. Und wir wissen alle, dass wir mit Himmel nicht irgendetwas hinter den Wolken meinen. Sonst wären wir wie jener russische Astronaut, der gesagt hat, ich war da oben, da ist aber nichts. Und damit das Thema für erledigt meinte, erklären zu können. Das ist naiv. Aber es gibt dieses Ziel, Paulus nennt es, bei Christus zu sein. Der Hebräerbrief nennt es, und er dekliniert es so durch, wir haben es schon kennengelernt, aber es ist gut, wenn wir es heute noch einmal näher anschauen, in die endgültige Heimat zu kommen, in das Land der Ruhe zu kommen, in das Land der Verheißung zu kommen. Das ist das Ziel christlichen Lebens. Wenn wir Christentum darauf reduzieren, dass wir bestimmte Regeln haben oder dass wir bestimmte Bedingungen setzen, die wir dann ein bisschen öffnen, um hier gut zu leben, dann ist es Quatsch. Das ist kein Christentum. Dann sind wir wirklich eine Unterorganisation der UNO. Also, wir wollen uns darüber gar nicht lange beklagen, sondern wir wollen selber uns einüben mit dem Hebräerbrief, dass wir das Gute daran sehen, dass wir eine Motivation haben. Eine Agnes und wie all die Märtyrerinnen und Märtyrer heißen, kann man nicht verstehen ohne dieses Ziel. Der Erste schon hat dieses Ziel klar vor Augen, wenn er spricht, Stephanus, ich sehe den Himmel offen. Das heißt, ich sehe das Ziel. Ich habe es vor Augen. Und deshalb kann ich jetzt diese Martha ertragen, weil ich das Ziel nicht aus dem Auge verliere. Und mir scheint das auch für uns sehr wichtig zu sein, in all dem Trubel, der uns umgibt, in all den Falschmeldungen und falschen Fährten, die gelegt werden, auch manchmal in der Kirche. Das ist alles sekundär. Natürlich kann man sich damit aufhalten, aber eigentlich lenkt es ab. All das lenkt ab vom Ziel des christlichen Lebens. Nämlich, dass wir unterwegs sind, wie es der Hebräerbrief schon, indem er den Psalm 95 auslegt. Wie kann das denn sein, dass Gott da spricht am Ende des Psalms? Sie werden nicht in das Land meiner Ruhe kommen. Ja, sie sind in dieses Land auch nicht hineingekommen. Wir haben das gehört, weil sich das Wort nicht mit dem Glauben der Hörer verband. Darauf kommt es an. Und der Hebräerbrief zeigt uns anhand des alten Kultes im Jerusalemer Tempel, dass es auch da einen Versuch gab, dieses Ziel zu markieren, das Allerheiligste, in dem der Name Gottes wohnte. Aber jetzt, wie es die Evangelisten beschreiben, ist der Vorhang weg, weil Jesus einen Weg gelegt hat in dieses Ziel, eine Spur, eine Fährte gelegt hat, eine Brücke gebaut durch sein Kreuz zwischen dem Hier und dem Dann. Zwischen dem Ort hier, wo wir allerlei ertragen müssen, und dem, was Land der Verheißung, Heimat, Land der Ruhe, Himmel ist. Jesus ist der Garant dafür. Jesus ist das Ziel. Aber nicht in irgendwelchen Verhaltensregeln,
die dazugehören, natürlich. Aber wir sollen uns ausstrecken nach diesem Ziel. Ja, wir sollen eine innere Sehnsucht haben nach diesem Ziel. Und jeder Tag, der diese Sehnsucht nicht weckt, liebe Schwestern und Brüder, was anders ist die Liturgie als Wecken der Sehnsucht nach dem Ziel? Weil die Liturgie ein Vorgeschmack auf den Himmel sein will, nichts anderes. Sie gibt uns einen Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Ähnliches sagen wir von Christus selber. Deshalb ist jeder Tag, wo diese Sehnsucht nicht in uns wach wird, wo wir uns auch nicht darum bemühen, dieses Ziel in den Blick zu nehmen, ein vertaner, ein verschenkter Tag.